Was ist das denn für ein Geräusch? Nix war das. Weil wenn es dunkel wird, ist kacke. Man kann auch. Das schaffen wir jetzt dann noch gar nicht, ne? Schaffen wir selten. Alter Schwede. Hätten wir was Cooles. Spider-Venom, du hast Gift gefunden? Ja, hat er von der Spinne gekriegt. Oh, okay. Ich frage mich, wie die Spinne genau hier in der Mitte dieses Ding kaputt machen konnte. Sie da unter. Warte, wir haben richtig viel Leben, ne? Wie, wir haben viel Leben? Oder? Wie meinst du das, wir haben viel Leben? Lehm? Lehm, ja, wir können theoretisch aus Lehm bauen. Ja, den können wir in den Boden bauen, dann brauchen wir nicht die Stängel für den Dings sammeln. Aber willst du trotzdem dann drüben auf dem Wasser bauen? Nee, auf der Seerose. Ja. Theoretisch, oder? Also, ihr wollt aber nicht noch dann weiterbauen, oder was? Also nur noch zu Burgle gehen, sonst können Neo und ich auch weiterbauen noch. Der muss ja nicht, ich kann ja die Kiste mit dem Leben so mitnehmen und dann auf die Rose raufsetzen. Nee, wir wollten ja Fall Guys aber spielen, okay. Gerade. Na dann los. Ich weiß aber nicht, wie lange du die mitnehmen kannst, die Kiste, ne? Ich konnte nachher bis zum Baum, vorhin bis zum Baum mit den Dings laufen. That's pretty good. Okay, dann mache ich die hier noch komplett leer. LB. Die Kiste musst du nicht leer machen, die kannst du mitnehmen. Ja, ich will hier alles einlagern. Dann kann ich mehr mitnehmen gleichzeitig, was weißt du? Was ist laut jetzt gerade? Wie, was ist laut gerade? Der Rabe. Ach, der Rabe ist da oben noch. Diese, ich dachte, hier kommt schon wieder irgendein fettes Vieh. Hast du den Rahmen angeschossen? Das ist ein Arschhaufen. Was ist das? Der merkt das, glaube ich, nicht mal. Was war ich heute? Oh, den findest du nie wieder. Ist alles leer, Neo, bei dir? Hast du alles? Ist euer Inventar größtenteils voll? Mein Inventar ist voll. Nehmen die ganzen Verbände noch mit. Okay, dann stell ich. Jeder kann ja so eine Kiste mitnehmen. Ja, ich habe eine Kiste jetzt mitgenommen. Das ist meine Kiste hier. Oder vielleicht auch schon die Werkbank oder so, dass man die noch mitnimmt. Oh. Was war das denn jetzt? Kann man die Werkbank mitnehmen einfach? Ich glaube, ja, Daniel hat die Kiste kaputt gemacht. Ja, ich kann jetzt die fünf Dinger mitnehmen. Ja, da war eh nichts mehr drin in der Kiste. Umstellen musst du machen, Chris. Y drücken. Dann F. Y ist bei uns. Wo ist denn das Wasser? Richtung Eiche, hinterm ne? Baum. Hinterm Baum. Okay. Ah, das ist ja auch witzig, dass man das so weit weg platzieren kann. Du kannst einfach so mitnehmen, Efi. Guck jetzt, wenn ich in eine Spinne reinrenne, das wäre jetzt der Tod, weil du nicht kämpfen kannst. Glaube ich. Ich glaube, du kannst einfach B drücken. Dann müssen es nochmal machen, ne? Hier ist nochmal trinken, falls jemand braucht. Sirup, sonst trinke ich. Ja, trink, ja. Ja. Wer nimmt denn da das Gestell mit? Das Gestell brauchen wir. Geil. Wir müssen mal gucken, dass wir nicht ins Wasser fallen, ne? Ah, kann man echt Kilometer damit laufen? Du kannst über die ganze Karte damit laufen. Nach rechts dann oder wollt ihr links wohnen? Auf der Rose? Ja, ich würde rechts. Lauf erstmal rechts am Baum vorbei. Ich habe damals hier oben an der Laterne gebaut, das war schön. Mhm. Bis ein Bild Spinnen rauskam, wo die Spinnen da drauf sind. Ja, bis die Spinnen dann anfingen da hochzuklettern und genau in meiner Base eine Spinne drin war und die da drin verbuggt war und dann konnte ich meinen Spielstand nicht mehr weiterspielen. Das war cool. Kappa. Aber das war ja noch ein spannendes Ende gerade eben. Alter Falter. So ein Schmutz. Ich sehe keine Spinne. Echt, das raufspringen können, ne? Haben da aber viele wirklich dann auf dem Ding gebaut? Hier ist auf noch dem Wasser haben sehr viele gebaut. Hier ist nochmal ganz viel Limo, falls ihr noch Limo braucht. Ich sammle das mit ein.
Achso, ja, oder in die Flasche. Kann man sich nicht theoretisch auch eine kleine Brücke rüberbauen? Aber da kommen die Spinnen wahrscheinlich dann auch rüber, ne? Ja. Wo denn? Hier rechts eher? Oder eher hier links? Bei der Rose? Hier ist noch immer zu trinken. Ich trinke das jetzt. Wo wollt ihr dann das hinsetzen? Na, wir gucken mal. Also auf der weißen da bauen oder auf der roten? Die roten da sind, glaube ich, mehr Blätter, ne? Wenn man theoretisch... Es, Chris, es gibt kannst du auch, bitte aufhören, weil auch ich kann nicht auf die Kiste zu. Es gibt auch, wenn es jetzt Spoiler ist, es gibt so Fundamente, die auf dem Wasser schwimmen können. Oh, okay. Ja, die kann und man ja... genau deshalb, damit er... Ja. Ja, aber machen da nicht die Wasserspinnen die Dinger kaputt? Sonst keine lass Ahnung, uns doch auf die hier gehen. Ja, das ist doch vielleicht nicht schlecht. Guck mal, da kann man von dem Blatt auf das nächste und dann kann man da auf den dreien da aber bauen. Kann ich da auch dann die Spinnen genauso rüberkommen? Ne, ich glaube, die kommen da nicht hin. Aber man fällt auch nicht durch, ne? Na gut, die Wolfsspinne konnte schon... Die konnte echt krass springen, ja. Darum, ich würde das hier vorne vielleicht nicht nehmen, sondern das nächste Blatt, oder? Alter, wehe, ich fall hier ins Wasser. Ich schreie, ne? Wenn mich der Koi frisst, ich schwöre. Okay, hier hinten kommt man nicht rüber, Neo. Also nehmen wir das Blatt hier erstmal, würde ich sagen. Und wehe, hier fallen Sachen durch. Doch, kann man nicht hier noch weiter nach rechts? Ja, ich kann da nicht weiter rüberspringen. Ja, aber links komme ich nicht rüber weiter. Bitte fall nicht ins Wasser, weil sonst ist deine Blaupause weg. Stell's bitte erst irgendwo hin. Die Werkbank hat keiner mitgenommen von euch, ne? Nein. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal, dass wir... Hat jemand von euch noch zwei Sprösslinge? Ich konnte sie nicht platzieren! Ich habe X gedrückt zum Platzieren, es ging nicht. Jetzt stell dir doch nicht so doof an, stell sie jetzt einfach hier hin. Ich habe sie nicht mehr. Du hast die bei uns noch. Ach, du hast sie noch? Stell dich hier hin und mach X. Ja, okay, aber guck mal bei mir bitte. Ja, probier's doch einfach. Ich sehe sie nicht bei mir. Drück doch einfach X. Ja, nein. Ganz ehrlich, bei allen klappt's und bei dir wieder nicht. Also, es ist doch unfassbar, wirklich. Ja, cool. Weil du mir irgendeinen Blödsinn machst, dann warte mal. Bleib mal ruhig stehen, Chris. Warte mal. Ja, wenn du kopierst, hast du einen neuen Bauplan. Achso, okay. Scheiße. Kannst du mal dein Inventar. Achso, Inventar kann er ja nicht öffnen. Ich baue mal hier ein neues Bett für uns. Ah ja, genau. Brauchst du da was für? Ja, die Sprösslinge, aber ich habe sie jetzt schon genommen. Okay. Ich nehme mal die. Aber da eins Wasser dürfen wir uns nicht nur wegen dem Fisch, ne? Können wir das Spawn setzen? Ja, was? Ins Wasser kannst du ruhig, aber du musst halt gucken, wo der... Kann man auch so eine Treppe eigentlich bauen, dass man hier wieder hochkommt, oder? Stimmt, ja. Wie meinst du? Weil wenn du ins Wasser fällst, kann ich mich damals noch dran erinnern, selbst wenn du gesprungen bist, konntest du nicht auf diese Seerosenblätter richtig raufhüpfen. Kannst du doch probieren. Na, ich hüpfe hier definitiv nicht ins Wasser. Ein Haps und der Koi frisst mich. Jetzt sind wir am richtigen Ort. Pack mal meine Rüstung rein, die ist halt voll kaputt, ne? Alter, war das aufregend, ey, holy shit. Ey, kommen auch Blasen hoch, okay. Ja, vielleicht auch nur ein bisschen geschrien. Ja, genau. Minimal. Das war ja auch gruselig. Was braucht man nochmal, um so eine Kiste herzustellen? Eichelschalen und Saft. Oh. Eichelschalen habe ich und Saft auch. Ja, dann gib mir das mal dann. Oder, Man kommt wieder rauf, Jule. Ich kann sie doch echt? Einfach nur... Ja. Du musst ja nur die Blaupause machen. Achso. Wir können einfach erstmal überall reinmachen. Es ist alles voll. Fast. Ja, doch. Mach mal noch ein, zwei Boxen. Oh Gott, du magst einfach nur springen drücken, wenn du ganz oben an der Wasseroberfläche bist. Okay, Gott sei Dank. Mache ich nämlich in den einen.
machst du da rechts rein? Ich mach jetzt erstmal irgendwo was rein. Würde sein, dann gehen wir wirklich noch zu Burgle und dann wir warten noch, dass Chris zurück ist und dann. Es ist wieder so typisch. Habt ihr alle den Spawnpoint gesetzt? Ja, ne? Ja. Gut, dass ihr es nicht gesehen habt. Was denn? Nichts. Was habe ich nicht gesehen? Da hat nichts aus dem Wasser geguckt. Was hat er denn da aus dem Wasser geguckt? Ein rundes, hässliches Vieh. Der Fisch. Nein, der guckt nicht aus dem Wasser. Der würde uns sofort fressen. Aber der kann hier nicht rauf, oder? Nein. Ist der Fisch. Jemand hat die Biene angegriffen. Ich weiß nicht, ich stehe an der Kiste. Fuck, ich komm nicht rauf. Sieht man den Koi eigentlich von oben auch oder taucht er dann plötzlich immer von unten auf? Nein, ja, das sieht man schon, aber nicht von oben, glaube ich. In der Bierbüchse oder wenn Zellis kann man nicht bauen, ne? Was kann man bei der Blüte? In der Bierbüchse konnte man nicht bauen. Nein, nein, nein. Oh Gott, was? Bist du jetzt extra nochmal nach Hause gelaufen? Ja, das so. Von der sind die Rosen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ne? Die Rosen. Rosen. Scheiße, ich habe gar nichts von was getrunken. Ne? That was refreshing. Ich sehe kein Koi aktuell. Der Koi. Ist das? Space Blueprint X. Alp. Soll ich die Werkbank holen? Ja, also. Wenn du das möchtest, Neo und so, ihr könnt ja auch sonst nochmal losgehen. Also ich sortiere kurz die Dinger um und wenn es dann Tag ist, dann gehe ich zu Burger. Ich bin, glaube ich, ist nicht so schlau, bei Nacht an den Baum vorbeizulaufen. Ach, Quatsch! Was soll denn da passieren? Ich habe im Wasser zwei Dinge gefunden. Algen, ja. Und Hydrogel oder so. Ja, das ist, Pollen sind das. Seerosenwachs. Okay. Es ist unter den Blättern, also an der Wasseroberfläche. Klebt das. Wir haben echt viel Lehm, wa? Naja, 4 kostet ein Fundament. Kann man eigentlich mehrere... Ah, Daniel, du wolltest doch immer Fliegen fangen, ne? Geh mal zur Lampe nachts, schau mal. Da auch Fliegen da? Was? Da hängen übelst viele Fliegen dran. Alter, holy hell. Was? Na dann, let's go. Das sind bestimmt 10, 12 Fliegen. Minimum. Aber soll ich eine Granate bauen? Oh, ich dachte gerade, kommt das Spinne von vorne. Ja, hab ich auch gedacht. So wie er geschrien hat. Gehen. Geschrien hast du. Geschreien. Geschreien? Geschreien. Voll verschreit. Ich hab geschreien. Schon die zweite Nacht, in der wir nicht geschlafen haben, war? Wir sind ja richtig rebellische Kinder. Relocate. So, was soll ich jetzt noch mitnehmen? Ah, den besten Spinnen. Ja, auf jeden Fall. Zum Seide machen. Und letztendlich so viel wie es geht. Ganz einfach. Hey, no one likes a nosy neighbor. Ach, schade, dass man nicht mehrere gleichzeitig machen kann.
people to see. Ich glaube, das wäre ein bisschen overpowered, wenn du mehr Sachen mitnehmen könntest. War ja, lustig. Das Quarz kann man mehr stacken. Das ist ja interessant. Wie viel mehr? Weißt du? Na, gerade 24 und 22, also nicht nur so 10er Stacks. Ja, das ist aber nice. Hey, wie laut die Fliegen beim Fliegen unter der Laterne sind. Das sind ganze Schwaben, ne? Was? Von was hab ich Ich glaube, das ist schon wieder eine Wolfsspinne. I need some assistance. Nee, nicht. Ich hab eine Wolfsspinne bei mir. Okay, verstehe. Wie weit bist du weg? Ich bin an der Beteilbüchse vorne bei uns. Kannst du mich eventuell holen? Ist die Spinne noch da? Nee, ich sehe sie nicht mehr. Nee, ich glaube, die sehe ich nicht. 15 Sekunden habe ich noch. Ansonsten lass mich sterben, dann muss ich halt nochmal machen. Ah doch, die rennt hier unten bei der Unterwüchse rum. Die rennt Richtung Jula. Nee. Soll ich nur kommen oder nicht? Nein, lass ich eben sich auf die vorne an der Seite rein. Kann ich das hier lassen? Oh nein Gott, ich bin festgefallen! Oh, bitte lass mich raus, bitte lass mich raus! Nein, ich bin unten drunter, ich hab Angst! Wie komme ich denn raus? Es ist dunkel und ich bin im Wasser. Ich muss suchen. Nicht paniken. Oh Gott. Ich hasse Wasser und wenn es dunkel ist, ist es noch schlimmer. Die Workman schätzt sich relocaten. Wahrscheinlich, weil die Schaden gekriegt hat. Wo soll ich das Spiel raus? Stell einfach irgendwo erstmal hin. Ich kann sie auch nicht mehr nutzen. Ja, den reiß ich ab, wir bauen einfach eine neue. Kann man alles machen. Mach alles hier in die Kiste rein, die nehme ich dann so mit. Ich auch nicht mehr. Auch nicht. Ach, das braucht man ja wieder gar nicht in sein Inventar nehmen. Ich nehme dann 5 von den Dingen hier mit. Ich kann nichts relocaten. Man muss sich mal wahrscheinlich wieder neu einloggen und ausloggen. Ist bestimmt wieder verbuggt. Ich hätte nämlich gerne noch hier deinen Slushy-Mixer mit, ne? Ein Slushy-Mixer? Mach mir ein Slushy! Nein, du darfst mir noch deinen Slushy ins Gesicht geben. Alter, aber wie du gesagt hast, die Spinne, die spritzt mich an, Alter, Chris! Du altes Pferd. Die Juli gleich neidisch geworden. Seid ihr drüben gerade? Ah, Chris läuft gerade, ne? Wir sind drüben, ja. Ich hol meinen Rucksack. Hätten wir hier schlafen können und ihr und ach ihr so, da. Achso, ja, wir können auch hier sonst schlafen. He's coming my face, Daddy. Aber ohne Scheiß, dass da auf einmal diese fucking Wolfspinne. Ja, aber klar, dann das macht das. Ist der Wolfspinne bald Pech, ne? Dann macht das hier wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn wir wirklich einfach hier sind und hier wohnen, weil hier kommen die vielleicht nicht rüber. Aber die kann auch mega krass springen, also. Ja. Wenn die rein theoretisch hier aufs erste Blatt hochkommt, könnte die, glaube ich, auch rüberspringen. Sag mal, was liegt denn da oben? Ist da auch irgend so ein Kopf? Guck mal. Was ist das da oben, was da sich dreht? Ich stelle mich mal kurz hier und ich muss unbedingt pinkeln gehen. Da müssen wir auch die nächsten Male noch hingehen. Und zu diesem Ding auf dem Teich, da müssen wir auch mal hin. Da oben ist auch ein Trinkpäckchen. Sieht man hier erstmal alles so ein bisschen, ist voll cool gemacht. Bringt Päckchen. Ich kann auch meinen Rucksack nicht, ey, ich muss das gerne nicht nochmal schließen. Ja, mach's doch. Finde ich aber auch echt ein bisschen, ich weiß nicht, wie vorher der, Die Performance. Nee, aber, also ich hab's ja nie im Multiplayer gespielt, bevor es gelauncht wurde. Also bevor es wirklich veröffentlicht wurde. Aber ich glaube nicht, dass das vorher so verbuggt war, oder? Eltern Tapas Abend bei Karin und Wiener. Cool. Tapas? Was sind Tapas? Ist das sowas wie Burritos? Oh, ey, diese Perücke ist ein bisschen zu groß für meinen Kopf und der Verschluss drückt immer auf meine Ohren, ey. Das ist unangenehm. Hast du so riesige Lausche, oder? Nee.
Ich hab keine großen Löffel. Ah, sehr gut. Richtige Haselnöffel. Gar nicht. Pollen kann man anscheinend nicht essen. Die Frage ist, kann man dann Pollen theoretisch auch einpflanzen, damit daraus selber Blumen wachsen? Als Samen? Das geht. Ich habe es übrigens auch schon ein bisschen geordnet hier, unser Ding. Mein Schmutzwasser in die Trinkflasche auch einfüllen? Ja. Nee. Ja? Klar. Ich meine, es ist zwar nachher ein bisschen Diarrhö, aber... Das ist Kacke. Hot Diarrhea. Genau. So, was brauchen wir denn für so eine komische Workbench? Also ihr konntet die jetzt nicht mitnehmen, ne? Nee, ich glaube, ich hätte es einfach machen können, aber Neo hat sie schon abgerissen. Toll, Neo! Wo ist sie denn? Und das Flug ist hier unten. Bergbank. Ah, Grasplatten brauchen wir. Sprosslinge und Saft. Wie bitte? Was ist denn das, was hier unten so blubbert? Wo bist du denn? Ich sehe dich absolut nicht, Chris. Ich weiß nicht, wo du bist. Unter euch. Stimmt, ja. Nee, das ist Sauerstoff. Du hast doch du musst H2O. Du hast doch O2. Du musst dann mal in diese Sauerstoffblasen reinschwimmen, damit du wieder dein O2 auffüllst. Also. H2O. Oxygen. Oxygen. Luft. Also wir haben hier noch ein Lager mit Grasplatten stehen, ne? Wollen wir sonst schlafen, Leute? Really good. Wollen wir schlafen? Neo, kannst du schlafen bei dir? Oder bist du auf dem Weg? Ja, dann verdurste ich, wenn ich schlafe. Ich bin aber schon halb auf dem Weg, also. Okay, dann warten wir. Also ohne Scheiß, dass wir auf Wasser bauen. Das Wasser. Eine Kaulquappe schwimmt hier. Ist ja. Ach, das ist eine Kaulquappe. Taking a look around. Location kannst du sie machen? Er spielt Kreatur. RB. Hast du die erspielt? Ich hab die Kaulquappe erspielt. Nice. Oh, hier sind sehr viele. Kann man die essen? Bestimmt. Tun die weh? Oh, das ist der Kaul. Ey, ohne Scheiß, die ganzen Seerosen sind voll LED-mäßig angeleuchtet. Ey, hör auf, nicht, dass der hier rufspringt! Wie so ein Killerwal und zieht uns wie so eine Robbe ins Wasser. Also, er kommt auf jeden Fall. Chris ist der Erste, der tot ist. Da-dam. Chris, ist hinter dir, beeil dich! Hör auf! Okay, wenn da eine Spinne ist, wo ist die Spinne? Ich bin gerade am Baum. Ja, von dir aus gesehen war sie links vorher, also wie wir vorbeigelaufen sind. Das ist wie eine Kaulquappe. Wie viel Leben haben wir? Die haben ja nicht viel. Pass auf, die kommen als... Ich hab sie. Echt? Ja. Raw Tadpole Meat. Kaulquappenfleisch. Nice. Ist da ein Fleisch? Boah, das ist aber echt wenig. Egal, aber dann haben wir eigentlich immer gleich eine gute Fleischressource hier. Aber weißt du auch, was das Gute ist? Wir können bei Burgle direkt immer Sachen auch entdecken, ne? Also unten in seinem Labor können wir auch gleich dieses Ding benutzen. Diese Forschungsstation. Was brauchen wir für ein Feuer? Warte, mal gucken. Spießgrill. Steine, Sprösslinge und trockenes Gras. Ist alles in der dritten Kiste. Mit, ja. Nee, ist alles in der dritten Kiste. Kannst du nehmen, Chris. Kannst du eins bauen, dann hole ich das Fleisch dann hoch. Du kannst auch selber eine Blaupause setzen. Mach doch hier vorne, mach hier vorne nehmen. Ja. Was, wie viel brauche ich jetzt? Wie viele Sprösslinge? Und Steine? Und was noch? Trockenes Gras. Hast du gut aufgepasst, Chris. Ach, da willst du es lieber hin haben. Okay, hat funktioniert. Kannst du braten. Wow, das hat dir kein Wasser gebracht. Wie fett das? Die kann man voll leicht töten. Na, dann hol doch noch ein paar für uns. Drei Mal mit dem Speer hauen. Neo, ich kann dir einmal Wasser geben. Ich habe einmal Wasser noch bei. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich... Ja, der Umzug war jetzt nicht so geplant, ne? Aber ich glaube, wir leben da echt sicherer, wenn wir hier hinziehen. Ist hier hinten die Spinne im Wasser auch?
keine Ahnung, was du da unten machst. Es ist halt furzdunkel, ne? Ah, sehr gut, Neo. Der Koi steht hinten in der... Warte, ich mach ja, kurz... Ja, hier kraucht eine warte Spinne mal, ich... Warte, runter. Neo, du kannst, ich mach das, stell das Zahnrad um. Das Dingsrad. Sehr gut, was ist das hier für eine Kiste? Hier sind überall Spinnen im Wasser, what the fuck? Ah, mit den ganzen Sachen, okay. Hier sind mega viele Spinnen im Wasser. Ja, was für die Werkbank wird gebracht? Blätter. Ah gut, warte, ich mach kurz die Blaupause. Werkbank. Ich stell die jetzt einfach mal hier vor, dann können wir trotzdem auf alle Sachen zugreifen, ne? Sehr gut, Neo, sehr gut, sehr gut. Aber krass, wie die Geräusche sind, wenn die unter einem so durchschwimmen. Ja. Das hört sich schon cool an, muss ich sagen. Was ist das denn? Wir machen... Wie kann ich die analysieren mit RB? Y. RB. Und dann RB. Wir machen mal eine Kiste bei den Tieren für so Käfer, ja? Ameisen und Käfer. Ja, lass es mal alles. Genau, die andere können wir dann auch noch für Spinnen und sowas nehmen, was größer und stärker und giftiger ist, hätte ich jetzt gesagt. Hat irgendwer noch was zu trinken? Wir haben einen See. Nee, oder? Gar nichts mehr. Ich kann einmal Wasser abnehmen. Okay. Hier. Können auch schlafen, hast du danach wieder mehr, oder nicht? Nee. Wie viel hast du? Weniger hat man dann. Wie viel Wasser hast du? Ja, gar keins, ich verdurste. In der Anzeige. Ich verdurste. Daniel, das, hier. Ah nein, jetzt hab ich's getrunken! Jetzt musst du machen. Warte, ich geb dir was anderes. Komm mal her. Hier, nimm das. Hier, trink das. Das ist auch okay. Läusehonig. Ich glaube, das macht auch Wasser, oder? Ja. Was habe ich Pfeile einsortiert? Sind Pfeile drin gewesen? Wir brauchen auf jeden Fall noch eine neue Materialkiste. Naja, wir machen jetzt erstmal nur, dass wir das hier haben, ja. Das Zeug. Wo kommt Saft rein? Mach erstmal irgendwo rein, Efi. Sind da Pfeile in der Kiste? Hier sind Pfeile. Ist doch erstmal egal. Hier sind Pfeile in der Kiste, ja. Kann ich da drauf? Jemand Kleeblätter und grobes Seil? Kleeblätter und grobes Seil. Kleeblätter und Seil. Ich mach mal hier das Essen wieder rein, ja? Das sind scheiß Smoothies. Und die Pollen, die wir noch nicht brauchen für nichts. Da ist das Spinnzeug drin. Eine Schmiede gibt's ja jetzt auch. Naja. Das ist das. Dörrgestell. Das Dörrgestell können wir noch nicht bauen, ne? 5 von den Käferteilen. Ich bin also auch ein Scheiße. Aber ist gut. Wenn ich ersoffen bin, bin ich in einer Base. Ich bring jetzt den Squishy-Maker wieder. Machen wir wieder. Wir können gucken, was brauchen wir für den zu bauen. Aber wo ist denn dieser Kack-Käfer? Dieser Bordelist? Was willst du bauen, Neo? Ich guck, was wir für den zu bauen brauchen. Das Mahnzeug und das andere. Bring mal lieber das. Nee, das hast du mit dem Board. Das bring mal lieber den das Blätterlager mit.
Ich bin schon auf dem halben Weg. Ah, okay, okay. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich kann sonst noch gleich damit zurückgehen, ich kann es einfach auch noch holen. Ja, nee, passt schon. Ja. Wäre eine so als Idee, weil da brauchen wir nur diese Madenzeug und die gibt's ja am Baum ohne Ende. So, ich habe zwei Dinge zum Analysieren. Für unten gleich. Ja, ich glaube, das Krautkappenzeug können wir auch sogar noch analysieren. Ah, uns fehlt ein Bombardier-Käfer-Ding. Sonst? Eins, dann hätten wir es trockengestellt. Ah, okay. Schade. Das ist schade. Aber kannst du nicht hier, sind hier nicht die Spinnen, die hier sind, haben die nicht auch so einen kleinen Pot, wo Jungspinnen sind? Ich glaube, wenn wir von der Base zum Baum gucken, links da hinter den beiden Rosenbüschen, also hinter dem, diesen Baumstammzaun. Da sind, glaube ich, Spinnen. Da, wo diese Milchtüte ist. Warum ist mein Rucksack da oben irgendwo in der Luft? Ich bin im Wasserfall. Ja, ich glaube, der ist hochgeflogen worden. Grobes Seil. Ich brauche eine Eichelkappe. Ein grobes, grobe Seile. Ah, das Algen kann man auch essen. Die Alge? Ja. Stell es da in die Ecke, genau. Hat jemand von euch noch einen Unkrautstängel? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Okay, gut. So, dass man meinen Rucksack wieder zu bekommen, dann setze ich meinen Spawn bei euch mal. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir zu Bourbon, dann machen wir Schluss für heute. Aber wir bauen uns hier eine geile Base, würde ich sagen. Eine richtig schöne dann hin. Und wir brauchen halt, also, aber hier wird man nicht geraidet, oder? Nicht, dass die Spinne, Alter, ohne Scheiß, die Spinne hüpft hier über die Dinger noch rüber, oder was? Oh, ekelhaft. Gehen wir schon mal zu einer Bohr, gucken, ob wir irgendwas lernen können. Also wegen diesem Wasser. Wo bist du denn hin, Chris? Ich hab hinten, da ist eine Forschungsstation drin. Wo drin? Wo du bist, da ist eine Forschungsstation bei Chris, Neo. Dann müsste man sich nur eine Leiter nachrufen. Und da liegt eine Münze bei dir. Ah, hinten geht's hoch. Und der Wasser, ja? Ja, da ist ein Ding. So ein Ding halt. Aber meinte Neo nicht, dass wenn man durchs Wasser schwimmt und dann wieder hoch, dann kann man nichts platzieren? Ich konnte zwar nicht, ich habe ihn geschwommen und konnte ganz nur platzieren. Also wonach könnten wir hier hinten drauf und so Base einfach bauen? Ja, oder wir bauen einfach hier, wir bauen den ganzen See zu, fertig. Du kannst ja einfach, weil hier drinnen ist mehr als genug Platz und wir haben eine Forschungsstation. Du meinst direkt da reinbauen bei denen? Ja, einfach hier die Laterne bauen. Das kann ja nicht geradet werden, oder? Ja, die Frage, ja, gut, aber wenn du die Baumaterialien nimmst, du kannst damit nicht schwimmen, ne? Ja, das kommt nämlich dazu. Ah, okay. Also und bei dir kannst du aber hinlaufen. Ja, hier der Spot ist, glaube ich, schon echt gut, wenn wir den nutzen. Hier liegen auch ganz viele Federn im Wasser. Ja, die Federn, da müssen wir mal gucken. Wir brauchen hier halt, ist Ross Heinz. Wir brauchen halt bessere Werkzeuge. Ich hätte eine Lösung für den Materialtransport. Brücke. Mit der Seilrutsche, Efi. Ja, man könnte ja auch von hier eine Seilrutsche bauen, aber die Seilrutsche zu bauen ist auch da, wo, auch da, wo Chris ist, eine Seilrutsche. Und dann könnte man die Materialien mit der Seilrutsche dahin transportieren. Mir ist egal, wenn ihr das möchtet, dann können wir das auch machen. Wir müssen halt gucken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Burgle und machen in der Story ein bisschen weiter. Und dann hoffe ich einfach, dass beim nächsten Mal unser Bombardier-Käferbrocken, der hier uns fehlt, dass wir uns den noch holen und wir besser Essen herstellen können. Geh schon mal die beiden Dinge erforschen. Ein so ein Unkrautstängel fehlt uns noch. Oh, hier vorne ist wieder Marienkäfer. Zwei Marienkäfer sogar. Oh, da sind auch Pilze. Ja, aber so richtig safe ist der Spot hier auch nicht, ne? Wenn du mal überlegst. Chris, hast du deine Kaulquappe jetzt eigentlich gegessen? War die gut? Ich muss die braten. Wie lange brätst du die denn? Achso, ich war da nicht am Herd wieder dran. Weevil hier! Seerosenwachs. I've had worse, I guess. So, ich esse das mal. Ja, das, ob man das die Algen sammeln und in Smoothie machen kann und daraus ein richtiges Ding machen kann? Öko-Power, du hast halt irgendwas freigeschalten gerade. Ja, das war das Algen.
Das Algen? Ja. Das war das Algen? Ja. Standen die da? Ja. Ah, Neo. Auf damit, ich bin Neo. Komm her, das will ich aufsaugen, kleiner Tropfen. Wollen wir dann zum Burgel alle gehen? Ich lade gerade meine ganzen Spinnen sehen auf einmal nicht. Du kannst sie auch in das Ding reinmachen, ne? In den. Aber du hast jetzt nicht die Münze da angeguckt, die da lag, oder? Das Gute ist, wir haben hier auch gleich einen Distel. Wir können uns halt hier immer Nachschub holen für irgendwelche Sachen, die wir benötigen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber komischerweise kommen hier echt keine Blätter nach. Ich kann mir fast vorstellen, dass wir hier trotzdem geradet werden können. Ist halt die Frage, wenn man aus Lehm baut, ob das dann halt qualitativ mehr aushält, anstatt dass man halt aus diesen Billo-Sachen halt baut, weißt du? Eigentlich müssten wir noch den Marienkäfer hier machen, damit wir endlich alle Marienkäferrüstung haben. Na, hier sind zwei Stück gerade. Ich glaube, meine ist schon kaputt, oder? Ja, meine ist fast kaputt. Ach, also, Kacke. Aber du kannst doch reparieren. So viel bringt die jetzt auch leider nicht. Ich geh rein jetzt zur Börbel. Habt ihr alle jetzt den Respawn-Point gesetzt? Ja. Ich glaube, ich habe das. Habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe das gemacht. Wir können bei dem Shop was lernen. Ja. Das ist dieses Kiesel in der Brandung. Ja. Entschlüsselt geheime Fleischkenntnisse vom Chip und. Was? Vom Chip und Leckel an dir. Mit Klemme und Pfannwender herum. Das Gekloppe wirkt auf molekularer Ebene und schaltet eine neue Mutation frei, welche die Gesundheit, also die maximale Gesundheit erhöht. Oh ja, dann mach das, lern das mal. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn wir ein bisschen mehr Health haben. Okay. Und dann haben wir noch Fackelverbesserungen. Ne? Also Kiesel in der Brandung. Die Sache ist, ihr müsst, glaube ich, diese Mutation selber auswählen, ne? Weil, ja, in Mutation, ja. Guck mal, wenn man neben Inventar, dann steht da Status. Und ich habe zum Beispiel gerade gar nichts. Habe aber schon was Kiesel in der Brandung. Ja, das musst du dann aktivieren. Oh doch, ich habe hier unten noch Naturkunde. Deine Gedächtnisneuronen erinnern sich an jeden Huckel, Spalt und Pfad zwischen den Landmarken, bis du den Rasen so gut kennst wie deine nicht existente Westentasche. Durch deine Intuition krabbeln deine winzigen Füße umso schneller. Durch Kraut und Unkraut. Also da ist man schnell, da kriegt man Schnelligkeit ein bisschen mehr bei mir. Wiederbelebungstempo habe ich auch schon was. Leben am Rasenlimit bedeutet immer wieder Rettung in letzter Sekunde und du bist mittendrin. Muskelgedächtnis, Hoffnung und Entschlossenheit hilft dir und deinen Freunden immer wieder aus der Patsche. Ja, soll ich Wiederbelebung einmal nehmen? Das ist für jeden eigen. Also jeder muss selbst machen, ne? Ja, dass wir vielleicht uns abwechseln, dass nicht jeder das gleiche hat vielleicht? Ich finde den Eingang nicht zu euch. Nee, ich hab Kiesel in der Brandung gemacht und das Geschwindigkeitsding, Naturkunde. Ja, dann mache ich das. Wie viel kann man dann aktivieren? Ich glaube 2 oder 3. Ja, dann aktiviere ich einfach alle. Zwei von zwei. Okay. So, dann Chris. Ja, weiter in die Richtung laufen und dann links. Ich bin nämlich andere Seite, glaube ich, hast du ein Stück zu weit nach rechts gegangen, da waren so viele Wolfsspinnen, obwohl ich ja nicht weiter. Performing Diagnostic! Wollen wir dann zum Abschluss Burgel noch antatschen? Ja, komm. Wenn ihr alle da seid? Wollt ihr auch Fackelverbesserung für 1500 machen? Nee. Euch steht länger und höher? Ich nee, frag Fackel ist. Weiß ich nicht, die kann man auch öfter craften. Weil aktuell sehe ich nur noch dieses Kiesel in der Brandung, das brauchen wir ja nicht, das sind ja nur Kieselfundamente, wir haben ja Ton.
und für 5000 dann Wissenschaft. Das ist mit dem Scan-Modus, Rohstoffe. Und Schilder. Schilder? Achso, nee, Schilder brauchen wir auch nicht, oder? Ich würde sagen, wir sparen. Ich habe kein Wasser. Hat jemand Wasser? Ich habe einen Nektar. Kannst du mir den... Ich hab... Hello there! Acting Science Manager Sparkle, at your service! How can I help you today? Ach, war alle bereit mit den so einem Quatsch? Ja. Better than starving, I think. Huh. You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Processing. Alter, der hat aber sehr viele... Processing. This is the Hedge Superchip. Forgive me, I forgot to mention the nasty spiders before ja, I sent you sie hat da wirklich vergessen, die Spinnen zu erwähnen. I hope they were not too much trouble. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Now, what is it you were wanting to know? Oh yes, the location of the other super chips. There are four labs throughout the yard, each with a super chip. The Hedge Lab, the Pond Lab, the Haze Lab, and the Black Ant Lab. And you have already made it through the hedge, so now on to the others. I will mark the locations of the super chips in those labs. Please find them and return to me so we can figure out how to repair the spacer. Oh, before you leave, check out the new recipes in the ASL Terminal Science Shop. That could be helpful for some of the tougher challenges. Goodbye, Maxwell Smalls! Come again soon! Okay. Okay, also es gibt noch drei weitere Labore. Labore. Eins von zwei. Das Heckenlabor? Sag mal, Neo, hast du wieder eine Suche aktiviert? Ah, nein. Ganz oben ist eins, wa? Wo ist oben? Ganz oben rechts. Alter, wie hoch ist denn das? Was ist denn das? Verloren. Das ist ein bisschen Burger-Chip. Burger-Chip. Verlorener Burger-Chip. Alter, die Karte ist auch so riesig. Kann man nicht mehr herausholen? Ja, da oben ist auch ein verlorener Burger. Aber er hat ja als das, aber er hat nicht so viele Labore aufgezählt, wie jetzt hier Chips zu sehen sind, ne? Ja, er hat nur das Heckenlabor das und unser Ameisen. Labor. Und das schwarze Ameisenlabor gibt's. Wo ist denn das schwarze Ameisenlabor? Keine Ahnung, das hat er aber erzählt. Ja, und das Teich. Und wo wohnen wir? Am Teich. Also könnten wir theoretisch morgen das Teichlabor, also nicht morgen, aber beim nächsten Mal könnten wir das Teichlabor machen. Aber ja, dann müssen wir jetzt Taucherzeug und Flossen und so machen, ne? Genau, dann müssen wir Taucherzeugs und Flossenzeugs machen. Aber wenn wir eh schon am Teich sind, wäre das, glaube ich, am naheliegendsten, das als nächstes zu machen, würde ich sagen. Jo. Und dass wir halt uns eine schöne Base bauen. Oder einen besseren Bereich. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zurück, speichern, oder? Kann man beim nächsten Mal weitermachen. Aber ey, das mit der Wolfsspinne, das war aber... Puh. Aber zum Glück haben wir die noch bekommen, ey. Holy moly. Aber dass man... Noch keine Wahl, ja. Aber dass man dazwischendurch so eine Raids bekommt. Nur die Frage ist halt, in welchem Intervall kommen die? Und kommen die sozusagen immer, wenn man ein Labor fertig hat, dass die dann kommen? Oder... Oder weil wir halt viele Spinnen getötet haben, ne? Nee, ich glaube, Jula hat wahrscheinlich recht, dass jedes Mal, wenn man ein Labor gemacht hat, dass die dann kommen. Ich weiß es okay. nicht. Also spätestens dann auf jeden Fall. Kann ich jetzt meine Sachen hier reparieren? Wie kann ich dann meine Sachen reparieren? Inventar, oder? Ach so, ach man muss es gar nicht an der Werkbank machen. Okay, never mind. Safety first. Okay. Und was speichern? Wo seid ihr denn alle? Ach hier. It's no women crime, but better than nothing. Also, dann halten wir fest fürs nächste Mal Bombardierkäfer. Ne? Den müssen wir einmal töten, damit wir endlich dieses Trockengestell haben. Und dann können wir uns ja echt schon ein bisschen den Teich angucken und theoretisch hier ein bisschen noch was bauen, aber Chris, dein Kaulquappenfleisch hängt hier übrigens noch.
fettes Stück Fleisch. Ja. Warum habe ich die Luft nicht bekommen? Ich bin doch... Ah, man sieht jetzt auch, wie viel man dem dazu kriegt mit dem Skill, ne? Wo denn? Wo siehst du das? Das ist so ein Strich im roten Balken. Ach, ich habe das, glaube ich, mit dem Leben gar nicht ausgewählt, mit dem extra Leben. Kiesel in der Brandung habe ich gar nicht gemacht. Ich habe verlässlicher Freund, Wiederbelebungstempo und Schnelligkeit habe ich gemacht. Wenn du 2 von 2 kannst? Ja. Kannst du 3 von 3? Also 3? Nee, du hast 3 aufgezählt, deswegen frage ich. Achso, nee, ich habe 2 nur gemacht, ja. Prost, aus meinem Flachmann. Nein, ich habe nichts zu trinken. Prost, kannst du bitte kommen, wir wollen gern speichern. Du kannst auch so speichern. Das kannst du dir auch alles beim nächsten Mal angucken. Ja, hier unten sind ja mega viele Spinnen. Weiter ja, du spoilerst halt übelst doll. Wir haben es halt auch noch nicht gesehen, ne? Ja. Chris, der Spoilerer. Diese Spoiler, ich hab da nur geguckt, dass da Spinnen. Du weißt auch, dass da viele Spinnen sind. Ja, aber ich will es ja nicht verraten. Ja, das weiß ich. Ich glaube, es ist ein Trottel, wirklich. Ja, weil ein Trottel bist. Speicher. Jetzt wohnen wir echt beim Teich. Efis Feuchtgebiete. Am Teich. Na, das passt ja. Oh Mann, ey. Na, mal gucken, was uns dann noch erwarten wird. Das war ja, interesting, würde ich doch mal sagen. Aber das Labor haben wir dann komplett durch, oder? Das eine, ja. Das eine Labor. Dies eine Labor. Ja.